Am Sonntag und am Montag ist das Sturmtief Sabine über Dorsten hinweggefegt. Gott sei Dank war der Sturm bzw. der Orkan nicht so schlimm wie erwartet. Dennoch, rund 40 Einsätze hatte unsere Freiwillige Feuerwehr mit ihren Haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften. Wir waren gut vorbereitet. Am Sonntagabend waren alle 8 Gerätehäuser besetzt. Rund 250 ehrenamtliche und hauptamtliche Einsatzkräfte unserer Feuerwehr standen bereit, um auch bei größeren Auswirkungen sofort eingreifen zu können und Wege freiräumen zu können bzw. Schäden beseitigen zu können. Auch unser Tiefbauamt, dort der Bauhof Grün, war im Einsatz und am Montag dann auch unser Entsorgungsbetrieb, der mitgeholfen hat, die Sturmschäden bzw. die Verunreinigung auf den Straßen zu beseitigen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, bei unseren Kolleginnen und Kollegen beim Bauhof Grün, als auch natürlich beim Entsorgungsbetrieb unserer Stadt. Denn sie haben dafür gesorgt, dass wir uns sicher fühlen können. Es hätte zwar schlimmer kommen können, das ist Gott sei Dank nicht passiert, aber wir waren gut vorbereitet. Wir haben in Dorsten alles in dieser Zeit im Griff gehabt. Und das liegt an engagierten Männern und Frauen, die ihre Freizeit für uns zur Verfügung gestellt haben, für unsere Sicherheit zur Verfügung gestellt haben, aber vor allen Dingen auch dafür gesorgt haben, dass die Einsatzstellen schnell abgearbeitet wurden. Dafür danke ich ganz herzlich und freue mich, dass wir eine solch engagierte Feuerwehr in unserer Stadt haben und darf mich deshalb noch einmal ganz herzlich im Namen aller Bürgerinnen und Bürger für das hohe Engagement dieser Menschen bedanken.